Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, heute Dienstag, diesmal mit funktionierender Tonspule. Ihr könnt die anderen jetzt auch hören, ne? Mit dabei unsere gute Sekene, unser Gloinzorn, Moin. unser Raman Kuckuck. und natürlich unser Yuyuka. Hallo. Ja, was treiben wir heute? Das gleiche wie jeden Tag diese Woche. Erdarbeiten. Juhu. Nanu? Ach, es passt nicht mehr. Ach, du ahnst es nicht. Wie viele Erde sind schon wieder im Lagerhaus? Lohnt es sich vorbeizukommen? Ja. Sagte der es gerade leer macht. Ja, schon Tja. voll. Nicht ganz. Mauer, Baum, Mauer, Laterne. Was? Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, und ich habe gemerkt, ich hatte die Reihe doch richtig aufgeschüttet. Um es dann falsch zu machen. Richtig, ich buddel jetzt die Reihe wieder ab. Ist das dein Scheiß Ernst? Ja. Du buddelst es auf, um es abzubuddeln, um es wieder aufzubuddeln, damit du es abbuddeln kannst, oder was? Fast. Ich habe es erst richtig gemacht, dann meinte ich, oh, das ist falsch. Ja, und jetzt merke ich es, oh, es war doch richtig. Yeah. Das ist echt der Nobelpreis für super clever, weißt du das? Nein, das ist typisch planlos. Und ich stehe dazu. Nein, doch. Oh. Nein, das war Jacques Villeneuve. Louis. Louis. Entschuldigung. Ja, kann sagen Louis. In der rosa-rote Panther? Nein. Dazu Sachen wie Brust oder Keule gemacht. Nee, Ja, Fantomas. der hat alles gemacht. Fantomas müsste es Ja. gewesen sein. Genau, Fantomas. Auch eine sehr gute alte Filmserie. Um den Cliffhanger von gestern nochmal aufzuleben. Oh Mann. Jetzt hatte ich schon wieder Blödsinn im Kopf, ne? Wieso? Was denkst du jetzt wieder? Hä? Phantomas? Was hat der mit Sohan zu tun? Dachte ich erstmal. Das hat nichts mit Star Wars zu tun. Nee, nix Star Wars. Sohan, kennst du nicht? Sohan? Ah, Ja. doch, okay, Ja. klick. Mit Adam Sandler war das, glaube ich, oder? Ja. Ja. Leg dich nicht mit Sohan an. Ja. Weil sein Gegenspieler heißt nämlich auch Phantomas. Richtig. Und der hat sich ja nachher noch mit ihm dann verbündet, ganz am Schluss. Ja, genau. Schuhe verkauft. Genau. Manchmal haben Gehirne zu komische Zusammenhänge, die die auslösen, ne? Ja, wo bin ich jetzt nicht, weil der Name ist ja der gleiche. Nee, das mag ja sein, aber Louis Dufresne und Adam Sandler ist nicht ganz die gleiche Generation, sage ich mal, Nicht ne? wirklich. Ansatzweise. Aber wenn man das mal so sieht, ich bin der Meinung, Fantomas hatte im Gegensatz zu James Bond die interessanteren Spielzeuge. Weil ich glaube, Fantomas hatte als erstes das Unterwasserauto und irgendwann kam dann James Bond. Als erstes hatte es, ich glaube, Condor Man damals. Das war in den 70ern ein Film. Alter. Oh, jetzt. Der war geil. Das war ein Schriftsteller oder ein Reporter, der sich irgendwann für einen Superhelden gehalten hat und irgendwie sich für Condor Man gehalten hat. Dann auch so ein Auto, da, wo Flügel ausbreiten konnte und dann wegfliegen konnte und so. Wieso heißen eigentlich alle Superhelden aus dieser Zeit irgendwas mit Man? Batman, Superman, Aquaman. Wonder Woman. Weil es danach irgendwann. Wonder Woman, ja. Genau, es passt voll ins Konzept jetzt. Weil man irgendwann das dann nur als weibliche Pendant machen konnte, wie Supergirl, Batgirl. Weißt du, da haben die sich alle gedacht so, boah, jetzt haben wir so viel Mans, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir ein paar Womans, ne? Und ja. Da gab es Das auch ist ja echt. eine Zusammenfassung, wie viel von Stanleys Superschurken Doppelbuchstaben im Namen haben. Otto Octavius. Peter Parker. Genau. Ja. Unglaublich viele. Lois Lane. Haben fast alle Charaktere da.
Ja, man muss ja irgendwas immer haben, woran man erkennt, wer das gemacht hat. Ne? Und bei dem sitzt die Doppelbuchstaben. Rock ist wieder da. Nein. Wo soll er sonst gewesen sein? In diesem Fall bin ich es. Ach, du nimmst auch die 270er? Ja, aus irgendeinem Grund kann ich die auch auf einmal tragen. Oh, sind hier ein paar Muskeln gewachsen? Nein, ich habe ein bisschen von meinem Fleisch weggegessen. Ich wollte gerade sagen, Essen gefuttert. Gibt trotzdem nur 240er von mir. Aber wer hatte das gefährlichste Bügeleisen in der Geschichte der Filmindustrie? Besatzung der Orion. Richtig. Ach ja. Wie hieß das Ding? Overkill oder so? Nein, Overkill war die Waffenanlage. Ja, stimmt. Die Overkill. Wohlgemerkt Mehrzahl. Overkill-Werfer. Nein, das war eine spezielle Aktion, meine ich, Overkill, wo sie so getan haben mit dem kleinen Schiff, als ob es das große Schiff wäre. Nein, das war Manöver. Das war das, Laurin, Laurins Mantel. Laurin lässt grüßen. Meinte nicht, ne? Doch. Wo die Lanzett gemeint hat, sie wäre die Orion, das war Laurins Mantel. Weil in Orion hat man ja die Schiffe aufgrund der Energiesignatur geordnet, die sie ausgestrahlt haben. Deswegen, boah, so, Laurins. So genau habe ich mir das echt nicht angeguckt. Was? Sorry, ich bin ein riesengroßer Fan davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rücksturz zur Erde, die Kinofassung. Nee, das war im Prinzip nur ein Zusammenschnitt aus 9 Folgen. 9 Stunden auf 2,5 gesetzt. Mit ein bisschen von dieser Tussi dazwischen. Ja. Raumschiff Orion, ist das, aus wann ist das? 50er? Oder Anfang 60er. Anfang 60er. Das war noch schwarz-weiß, das war einer der letzten Schwarz-Weißern. Ja, ja, genau. Ich habe ein paar davon habe ich gesehen, aber das ist. Das wurde das dann ist, ja durch die ersten Farbteile wie Flash Gordon abgelöst. Aber interessante Manöver, von wegen, dass die Schiffe auf Energiestrahlen manövriert werden mussten. Von wegen, die konnten nicht einfach durchs All fliegen, sondern die mussten wirklich Leitstrahler haben. So was Ähnliches planen sie ja momentan auch. Die neuen Satelliten, die werden so groß wie ein Golfball etwa werden. Mit einem relativ großen Segel drumherum, ein paar Quadratmeter. Und das wird von der Erde aus mit Mikrowellenstrahlen quasi beschossen und dadurch werden sie beschleunigt. Ah, okay. Als Art Impulsantrieb oder was? Mhm. Ja, Leitstrahl so ungefähr. Die Energie kommt halt von der Erde, dadurch kann sie entsprechend energiereich, also kraftvoll sein. Und damit kommt man auf, was haben sie gesagt? Ich glaube 7 oder 8% der Lichtgeschwindigkeit könnte man kommen. Das heißt, bis zum nächsten System bräuchten wir nur 20 Jahre statt 300. Machen wir hin. Kann man mal einen Blick reinwerfen. Ja, viel mehr wie ein Blick wird's nicht, weil, naja, die Satelliten sind halt relativ klein, aber dafür werden hunderte davon quasi losgeschickt. Und die damit, sind dann damit halt... Damit einer ankommt. Nee, ja, Ausfälle und sonst was, aber die können halt nicht viel machen, weil der Raum sehr begrenzt ist. Können sich also zusammenschalten. Einer wird, diese Energiesorte messen, der eine wird ein paar Fotos machen und das war's. Also die sind sehr spezialisiert, aber dafür dann halt viele. Wenn es nach meiner persönlichen Meinung ist, die sollten eigentlich endlich eher zusehen, dass sie eine Mondbasis auf die Reihe kriegen. Chinesen 2021, Elon Musk Anfang 2020. Wobei ich dem das eher zutraue als den Chinesen. Ja. Oder 90, aber das wird so oder so kommen, eine Mondbasis, weil die brauchst du letzten Endes, um in den tiefen Raum zu stoßen. Wir brauchen definitiv eine Tankstelle. Gibt noch einen anderen Grund. Der Mond besteht fast komplett aus Titan. Ja, und angeblich auch Helium-3. Ja, nicht nur angeblich. Das billigste Mondgestein, was sie geguckt haben, hat 20 mal mehr Titan als unsere reichsten Titanvorkommen auf der Erde. Ja. Und Titan ist relativ leicht, also es würde sogar Sinn machen, das von dort zu exportieren. Titan ist leichter als Eisen, ja. Ja. Und ziemlich stabil, zumindest was so allgemeine Festigkeit angeht. Ja, und in Legierung, also es ist auf jeden Fall, wäre auch schön, damit dann Raumschiffe zu bauen.
Ansonsten, was das betrifft, kann ich euch allen mal ein schönes Buch bzw. ein schönes Hörbuch empfehlen. Revolte auf Luna. Ist auch eine sehr gute Hintergrundgeschichte dazu. Da haben sie nämlich auch einige sehr interessante Transportmethoden. Von wegen Katapulte. Wie schickt man am besten von Luna Klamotten zur Erde? Man schießt sie einfach per Katapult rüber und lässt sie irgendwo im Atlantik landen. Damit sie in der Atmosphäre beim Eintritt verbrennt? Nee, dafür sind sie natürlich geschützt. Aber dann ist wieder das große interessante Thema die Ökostruktur. Weil auf dem Mond soll es ja auch Wasser geben. Aber man vergibt es. Im Revolte auf Luna beispielsweise versorgt, wird auf Luna, also auf dem Mond, Getreide, Weizen und Reis angebaut. Und dieses wird dann halt runtergeschickt zur Erde. Aber von der Erde kommt halt keine Gegenleistung hoch. Und so schädigt man eigentlich dem System, was man da aufgebaut hat. Also ist eigentlich ganz interessant und sehr gut durchgedacht, finde ich. Für das Alter des Buches. Hoppla, da habe ich einmal zu viel Escape gedrückt. Ich glaube, das passiert mir in jeder Aufnahme einmal. Da, wo die ganzen Kupferplatten drin sind, da packe ich mal meine kaputte Schaufel rein, ne? Ja, hau rein. Gerade vielfältig, das nächste geht nicht mehr. Wieso nicht? Nee, das ging an Markus. Ach so. Ja, das war mir schon klar. Also beim dritten habe ich schon gedacht, so, ja, das ist ganz knapp. Aber das ist doch schon eine schöne Ecke, oder? Das ist schon eine richtig gute Ecke, was wir hier abgegraben haben, ja. Ja, und ich habe hier drüben inzwischen auch eine ganz schöne gute Ecke aufgeschüttet. Jo, kann ich auch sagen. Da sind jetzt noch zwei Schaufeln drin. Ja, ich mach gleich welche. Nicht, dass es heißt, es wird wieder nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Nö, das ist gut. Alles gut. Ist schon wieder genug drin, dass man sich was rausholen kann? Ja. Die Schaufeln schneller als wir wegfahren momentan. Aber wenn sie jetzt langsam Laufwege kriegen, wird sich das, glaube ich, drehen. Der Trick ist, du kannst auch 2-3 Felder vom Lager aus entfernt stehen und schon reinschippen. Ja, das. Genau, die stehen ja schon weiter weg. Okay. Na gut, als ich da hinten geschüttet hatte, stand mir das Lagerhaus ja noch nicht zur Verfügung. Muss ich ja immer noch alles in deinen Kahn reinschütten, manuell. Also wenn du sagtest, da sind 2 Schippen noch, ich hole mir jetzt eine raus, meine ist kaputt. Ja, ich mach gleich welche. Ehrlich gesagt komme ich mir hier gerade eher so vor wie beim Bagger-Simulator 2017. Fahren Sie die Erde, den Sand, den Schlick, den Lehm von A nach B. Du, das mache ich seit 100 Folgen, glaube ich. Nee, es sind nur 60. Nee, schon länger. Wir haben, ich glaube, mit 150 oder 160 haben wir angefangen, mit dem Bergfried oben aufzuschütten. Und dann hatten wir ihn fertig und dann haben wir entschieden, wir machen ihn doch etwas größer und ja, nimmt das Elend seinen Lauf. Ja, und dann wollt ihr immer wieder meine Mauern da oben abreißen. Na, ich glaube, die stehen erstmal final jetzt. Ja, bis auf die Nordseite. Ja, da bin ich ja noch bei. Boah.
fast weggefallen hier. Jetzt wäre noch eine kleine interessante Frage zu wissen für die Palisade oben. Wollt ihr eine begehbare oder reicht euch da wirklich das kleine, einfache Tor? Begehbar. Bevorzugt ist begehbar immer, aber... Also ich würde... Es sollten ja zwei Tore, glaube ich, rein. Eine Richtung Turnierplatz und eine Richtung Burg, also Stadt. Die zum Stadt braucht nicht begehbar sein, die zum Bolzplatz schon eher. Bolzplatz? Ja, nach euren Wünschen, die ihr mir letzte Woche geäußert habt, darf ich da oben sowieso nochmal radikal umbauen. Aber solange ich derzeit keine Erde von oben umschütten muss und das einfach aus dem Lagerhaus holen kann, ist mir natürlich die Methode lieber. Boah, hier kriegt man einen Drehwurm. Lagerhaus, Karren. Karren, Lagerhaus. Es wird auch bald hier langsamer werden mit der Erde. Weil je weiter wir wegkommen vom Lagerhaus, desto länger dauert es natürlich. Ja, klar. Wäre es dann nicht schon eher vernünftig, euch da einen Karren dann hinzustellen? Ja, wir haben ja zwei Karren. Ganson hat einen, ich habe einen. Ja. Machen wir dann schon. Zwei Karren hingestellt, die machen wir dann voll und könnt ihr die mit. Jetzt gucke ich mir erstmal an, was ihr hier schon abgegraben habt. Mahlzeit. Ist ein Stückchen, gell? War hier gerade eben nicht noch ein Berg? Das Monument da oben, ja. Hätte mal einen Vergleich machen sollen, vorher, nachher. Ist ganz nett, oder? Wir kriegen hier ein Stück weg. Ja. Das geht hier so schnell, also im Verhältnis zum Weg. Ja gut, ihr habt aber auch ein großes Lagerhaus, wo wir reinschmeißen können. Nee, genau das, die Wege fehlen, deswegen geht das halt ruckzuck. Ja, die Wege ist das, was Zeit kostet, ne? Genau, aber deswegen habe ich auch gemeint, ich brauche halt relativ viel Tränke, weil die Ausdauer geht dann halt auch radikal runter. Aber die Geschwindigkeit gefällt mir. Guck mal, wie viele Wagen haben wir jetzt schon? 8 Wagen? Also ich habe heute habe ich auf jeden Fall schon 6 Wagen weggeholt. 6 und Barock dann auch nochmal 4, 5? Ja, ich habe keine Ahnung. Wagen. Ja, ich glaube, Barock hat sogar noch mehr weggeholt. Also ein Dutzend Wagen in 2 Stunden finde ich okay, oder? Auf jeden Fall. Da geht ein Stück. Sind das schon 2 Stunden? Ja, eine anderthalb. Soll ich hoch sagen, also 2 glaube ich noch nicht mal, dass er sind. Ich muss hier auf jeden Fall noch eine ganze Ecke wieder abtragen, hier oben. Hier ist alles schon auf 39 aufgetragen, aber hier wird ja noch gepflastert und gekiest, quasi. Yep. Außer die Außenkante. Da ist wohl hier auch ein kleines Malheur passiert. Aber das ist ja nicht so viel. Das korrigiere ich eben und dann ist das gut. Kann das auch sein, dass da demnächst der erste Wald dran glauben muss, wenn ihr so weiter schippt? Ja. Ja, was? Warum? Wenn ihr den Berg weiter abtragt, müsstet ihr bald in den Bereich der Ahornbäume kommen, die gepflanzt waren. Nee, das ist nur noch ein Feld weiter Richtung Apfel und der Rest geht nach Süden runter. Genau, weil die Pferdekuppel und alles kommt ja auch weg. Genau. Ja, das soll ja alles hier hinten mit hin. Genau. Genau, und wo die Pferdekoppel ist, da kommt mein Erzlagerplatz hin. Wie groß hast du deinen Erzlagerplatz geplant? Frag lieber nicht. Wie ist da hinten, wo das Monument steht? Warte, ich bin gerade im Buddeln. Ja, Markus, bitte, warum hast du gefragt? Also, hier ist dann der Weg, ja? Was links hiervon ist, ist mein Schmiedeplatz. Bis hier gerade aus dem Süden zu den Ulmen. Ja. Und da hinten siehst du das Monument an der Mauer. Das davor, da wo jetzt die Kuppel draufsteht, der Platz wird mein Erzlagerplatz. Also von hier vorne bis da hinten? Ja. Genau, nach dem Monument müsste ich auch nochmal gucken, ob es wieder ausbaufähig ist. Und dann hier die Breite, so wo ich bin jetzt, oder wo? Hier zum Bäumen. Noch weiter, noch ein Stück. Ja, genau. So, ja, okay, so. Das ja, so. In Ordnung.
man da auch mal ein bisschen Platz hat und sich entfalten kann, nicht so auf engem Raum arbeiten muss. Ja, und nicht ständig umgeritten wird. Ja. Vor allem kann ich ihn schön mit Marmorpflastern. Ja, das auch, aber ich kann ihn schön mit voll machen. Weißt du, erst wird mit Marmor gepflastert und dann das Erz draufgekippt. Richtig. Damit das Erz gut liegt. Ja. Ja, ich hätte halt gern Brotplätze nicht nur für Eisen, sondern auch für Kupfer und sowas. Ja, da ist ja genug Platz. Zur Not musst du halt ein bisschen mehr abschippen da. Ja, das wird dann auch noch gerade gemacht. Und ich gucke jetzt erstmal nach dem Tor. Du musst Sand abholen. Palisaden-Torhaus. Mir wird schlecht. Aber. Wieso? Ach nee, Quatsch, wartet, Auszeit. Das ist ja relativ easy going. Die Straße hier oben ist ja 3 breit. Dann wird die Straße beim Torhaus eben kurz auf 2 vermindert, habe ich einen Straßenplatz frei. Im Prinzip läuft hier dann die Palisade lang. Ja doch, das kriege ich hier super hin. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber euer Torhaus soll hier wohl genehmigt sein. Ja, also das, ich glaube, das große Palisadenhaus ist 4 breit. Nee, 3. 3 mal 4. Nur 3? 3 in der Breite, 4 in der Länge. Ja, meine ich ja. Ja, das kriege ich hier oben hin, ohne Probleme. So wie es jetzt hier plane, ja, passt. Kriege ich hin, euer Wunsch ist erfüllt. Ist umsetzbar. Und mit der Erde, die ihr mir drüben abbaut, kein Problem. Ich muss hier zwar richtig viel aufschütten, aber das soll wohl passen. Ah, okay. Der Schnappes ist fertig. Ich muss nur noch abfüllen. Hast du genug Flaschen? Ich habe jetzt 45 hier. 55 und ich glaube, ich habe noch welche in der Kiste irgendwo. In der Kiste, wo die Tränke drin sind. Oder in einem der Schränke waren, glaube ich, auch nochmal 10 oder 15 Flaschen. Ich kann dir hier in den Lagerhaus, wo Erde drin liegt, auch noch welche reinlegen. 18 Stück. Ach, du Säufer. Liegen drin. Silkine, hattest du noch mal Zeit, mir noch mal 93er Setzlinge zu besorgen? Warte kurz hochgehen. Ach stimmt, du sagtest ja, die sind ja direkt um die Ecke. Okay, kümmere ich mich gleich selbst drum. Nee, um die Ecke sind nur die normalen Bäume, die sind ja noch nicht gewachsen, die Setzlinge. Die habe ich ja erst gepflanzt da oben. Aber du sagtest doch, beim Lagerhaus sind noch welche, oben am Hang. In der Baumplantage, ja. Also in der, wo die Apfelbäume sind, da sind die. Okay, dann muss ich gleich mal gucken. Weil ich bräuchte wieder so 10, 15 Stück. Ja, warte, ich laufe gerade. Ich weiß ja ungefähr, wo sie sind. Neue Schaufeln sind gemacht. Wenn du kommst, bring Wagen mit.
Ich habe noch gerade Äpfel, also ich bin ein bisschen unterwegs. Ja, jo. Und es wird schon wieder dämmerig. Oha. Ich werde für meine Baustelle hier richtig viel Erde brauchen. Also aus 464 Äpfeln habe ich 29 Cider gemacht. Okay, aber es ist ja schon mal was. Wenn wir die Äpfel jetzt hier mal abgrasen. Was war denn mit dem großen Lagerhaus? Großer Stall? Wie gesagt, ich wollte ihn noch nicht offiziell fertigstellen, weil ich da ja immer wieder durchrennen muss. Aber wenn die Gruppe es wünscht, haue ich eben das letzte Stroh rein. Naja, wenn wir den schon nutzen können, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ich mache ihn gleich fertig. Nur noch eben eine Partie Erde, dann klöppel ich den fertig. So, das neue Monument ist noch nicht wachstumsbereit. Ja, jeden Tag um eine Stufe wächst es ja noch. Also das dauert. Wollen dann alle zum Lagerhaus kommen? Ist ja eh dunkel. Und dann würde ich vorschlagen, zimmere ich das morgen, also auch in der Mittwochsfolge, direkt als erstes zusammen. Dann ist es A hell, die Lecks sind durch und die ersten können schon ein paar Tiere im Inventar haben oder reinschmeißen. Wir haben vergessen, wie die Nahrung und das war's. Raman, der Schwarzalchemist und Schwarzmaler. Also bei dem, was ich hier auf dem Server schon erlebt habe, halte ich das nicht für hundertprozentig unrealistisch. Wie viel Erde haben wir momentan? Normale. Normale sind in der Stadt, keine Ahnung. Du wolltest dich doch um die Tiere heute kümmern. Nein, die Frage ist, stecken wir da Pferde oder Kühe oder beides rein? Ja, da ich würde sagen, erstmal Pferde, weil das muss ich skillen. Eigentlich können wir beides reinschmeißen. Ich meine, das ist ein 40 Platz. Ja gut, du kannst auch beides reinschmeißen. Auch eine Zeit lang. Ich sag's ja, sehr angenehm, wenn andere Leute für einen schippen. Nimm den Waldboden noch mit. Den kann ich gerade nicht gebrauchen. Warum? Wirf den als erstes ab und schmeiß den anderen Scheiß drauf. Mach ich auch so. Ja. Und Waldboden für Bäume ist es auch nicht verkehrt. Also ein bisschen Reserve ist auch nicht.
Oh, was ist das denn für ein Wendemanöver hier? Ich kann meinen Kahn auch in der engsten Stelle wenden. Ich blink jetzt mal nach links, nach rechts. Gesehen? Nee. Ich würde mir eine Abwandlung von Werners Würstchenblinker wünschen. Bei Armbrust, eine links, eine rechts. Ja, genau. Dann möchte ich aber bei dir kein Passant sein, der daneben steht. Hat schon wieder irgendwie so ein bisschen was vom Lame des Brian. Achtung, der Wagen kommt. Ich würde sagen, das hat jetzt gerade eher was von 30 Minuten sind voll. Schon wieder? Ja, sogar drüber. Also insofern, wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abo. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag 18 bis 22 Uhr ist der Server natürlich online für euch. Wenn ihr in einer größeren Gruppe kommt, lasst eben einen Kommentar da, dann kann ich die Spielerzahl zur Not anpassen. Ansonsten Passwort, Server-IP stehen unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr bei Yuka schaut, schaut bei mir rein und umgekehrt. Kennt ihr auch alle schon. Und ja, dann ist ja schon bald wieder Mittwoch. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.